Hallo, spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen? Jo. Richtig? Ja. Wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Mm. Hier ist Georgia Hansen. Wie geht es denn heute? Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Arochat. Sie haben ein Konto bei uns eröffnet, das konnte leider noch nicht verifiziert werden. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Elliot? Ja. Guten Tag. Was kann denn? Ich weiß nicht, wo ich verstehe kein Wort. Hallo, ja. Hören Sie mich jetzt? Nee. Hallo, grüßen Sie. Alexa Nilsson ist am Apparat. Hallo. 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 Jo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner. Grüßen Sie. Alexa Nilsson ist am Apparat. Hm. Spreche ich mit Herrn Ereit? Hallo, grüßen Sie. Ja, was? Ja, Herr Claudius, hören Sie mich jetzt besser? Verbindung war kurz weg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Schnipselparty. Heute kein ganzes Telefonat, sondern viele kleine Schnipsel für euch. Das heißt, ich bekomme viele Anrufe von Betrügern, ja, die dann doch relativ schnell wieder weg sind. Und dadurch lohnt sich dann der Anruf nicht für ein ganzes Video. Dementsprechend habe ich euch das hier wieder zusammengestellt, weil es zu schade ist, um das einfach wegzuschmeißen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen? Jo. Richtig? Ja. Hallo, es geht um Handel mit Bitcoin. Ja, hier spricht Leo Paulus von der Handelsplattform. Leo Paulus? Genau. Okay. Von der Handelsplattform. Jo. Ja. Ja, weiter so. Jetzt, ja? Ja, sie haben ihre Daten bei uns gelassen, deshalb rufe ich sie an. Jo. Ist das für Sie aktuell, oder? Weiß ich nicht. Wann habe ich denn die hinterlassen, die Daten? Ich weiß ja gar nicht, von welcher Seite ihr anruft. Vor 2 Tagen. Und wie heißt die Seite? Level Trade. Handelsplattform. Saga Trade. Nee, Level Trade. Ach, Level Trade. Ja, da gibt es ja so viele Seiten. Jo, kann sein. Ja, und ist das für Sie aktuell immer noch, oder? No, ich denke mal, wenn es vor 2 Tagen war, dann ist es ja noch nicht so alt. Kann man noch als aktuell bezeichnen. Also. Jo. Ja, und wir können das schon heute machen. Oh, das ist aber prima. Hm? Ja, und deshalb frage ich... Aber können wir da mal die Musik im Hintergrund ausmachen, weil da versteht man kaum was. Ah, das ist nicht meine Musik. Naja, dann geh mal zu dem, der die anhat und sag dem ausmachen. Weil das stört ja. Weil dann können wir ja hier nicht vernünftig arbeiten, wenn da von einem anderen die ganze Zeit Musik läuft da. Aber es ist eine normale Situation, oder? Ja, normal wäre ohne Musik, denke ich. Wenn es um Finanzgeschäfte geht. Aber es gibt viele Büros, ja, verstehen Sie? Ja, es gibt viele Büros, ja. Manchmal ist das auch normal. Nö, Musik ist nicht normal am Telefon. Also in der Warteschleife vielleicht schon, aber nicht, wenn man mit Bankgeschäften redet. Also, das ist das Problem, oder? Jo. Okay, verstanden. Na dann, umsetzen. Also, wie bitte? Nach verstanden kommt Umsetzung. Aber ich kann das nicht machen, verstehen Sie? Doch, das kannst du. Einfach hingehen, sagen, ey Kumpel, mach mal Musik aus, das stört meinen Kunden hier, und dann kann man die Musik ausmachen. Okay. So ist besser, oder? Nein, kein Stück. Okay. Tja. Ciao. Jo, so kann man nicht ins Geschäft. Na, ist doch normal. Man hört lieber Musik auf Arbeit, als sich mit dem Kunden vernünftig, anständig zu unterhalten. Tja, das ist schon, ja, also wenn man Musik am Telefon hört, ich sag's euch immer wieder, da sollten schon alle Alarmglocken schrillen. Denn Musik bei einem Callcenter am Telefon bedeutet definitiv nichts Seriöses und nichts Gutes. Man sollte auf jeden Fall dann von diesem Gesprächspartner in jedem Fall die Finger lassen und, ja, im besten Fall einfach gleich auflegen.
damit man aus der Situation rauskommt. Denn viele Callcenter diskutieren noch ewig mit euch und lassen euch gar nicht so schnell aus der Leitung. Der hier hat ziemlich schnell aufgegeben, weil er lieber seine Musik hören wollte. Naja, wenn er der Meinung ist, dass er so besser sein Geld verdienen kann mit Musik im Hintergrund, dann soll das halt so sein. Allerdings stört die Musik tatsächlich immer mega in den Aufzeichnungen. Machen wir weiter. Wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Mm. Hier ist Roger Hansen. Wie geht's Ihnen heute? Jo. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Sie wollten ja wahrscheinlich einen Coinbase- oder Krypto-Konto haben, oder? Warum? Ach, keine Ahnung. Ich habe Ihren Telefonnummer gekriegt, Sie haben wahrscheinlich mal auf einem Programm für Krypto, für Bitcoin vielleicht, oder? Kann es sein, dass Sie eventuell einer von den Trading-Betrügern sind? Nein, absolut nicht. Aha. Ja, dann sagen Sie mir mal als allererstes gleich Ihre Lizenznummer. Alles klar, dann. Lizenznummer? Okay, vielen Dank. Lizenznummer, ciao, ciao. Betrüger. Ja, also ist ja jetzt nicht so, als will man da Seriosität irgendwie aufbauen. Naja, also ihr kennt ihn schon aus vielen anderen Telefonaten. Vielleicht hat er das auch hier mitbekommen, dass wir schon öfters miteinander gesprochen haben. Also ich weiß es nicht wie oft, aber das müsste hier bestimmt schon mindestens das 4., 5., wenn nicht sogar das 6. Mal sein, dass ihr diesen Typen hier hört. Die Callcenter, die rufen immer wieder an und auch unter verschiedenen Fake-Namen von mir. Tja, aber der hat es ja hier tatsächlich nicht mal versucht. Ich habe gleich gesagt, dass das unseriös ist und habe als allererstes nach seiner Lizenznummer gefragt, um eben das Ganze aus der Welt zu schaffen, theoretisch. Ja, aber Interesse hat er daran nicht gehabt. Da war es wohl einfacher, dann einfach schnell aufzulegen und sich aus dem Staub zu machen, bevor noch eine lange Diskussion anfängt, die für ihn in sowieso keiner Zahlung endet. Ja, ist logisch, ne? Also seriös muss man ja dann nicht mehr wirken. Da legt man dann lieber schnell auf. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Aerotrade. Sie haben ein Konto bei uns eröffnet, das konnte leider noch nicht verifiziert werden. Aha. Wenn Sie mit dem Traden beginnen möchten, müsste das Konto verifiziert werden. Aha, okay. Dann sind Sie grundsätzlich am Traden interessiert. Da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie dann Dokumente hochladen, weil Sie vorher keine Einzahlung tätigen könnten. Mhm. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufe an aus Bulgarien. Aus Bulgarien? Unser Kundenservice ist in Bulgarien, ja. Aha, okay. Ja, und wann habe ich mich da angemeldet? Das war am 2.10.2021. Mhm, okay, ja. Ich rufe an für Aerotrade. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Dann müssen Sie über das Aerotrade-Konto einen Ausweis hochladen und einen Adressnachweis. Ja, und denn? Wenn das beides gültig ist, kann das Konto verifiziert werden und dann können Sie auch eine Einzahlung tätigen. Und sobald die Einzahlung gut geschrieben ist, können Sie natürlich dann auch anfangen zu traden. Mhm. Und was ist jetzt der Grund des Anrufs? Ich würde Sie gerne bitten, dass Sie die Dokumente hochladen, wenn Sie mit uns traden möchten. Nö, ich handle mit Betrügern nicht. Okay, kein Problem. Wir sind reguliert. Wenn Sie das Konto schließen möchten, würde ich Sie bitten, dass Sie uns schriftlich kontaktieren per E-Mail oder per Chat, sodass das Konto geschlossen werden kann. Nö. Ihr seid nicht reguliert. Okay. Wir sind reguliert, aber wenn Sie der Meinung sind, möchte ich Sie auch nicht weiter belästigen. Ja, bei wem sind Sie denn reguliert? Und wie ist die Nummer? Die Nummer können Sie auf unserer Webseite gerne nachschauen. Ja, habe ich schon. Die existiert bei überhaupt niemandem. Die Nummer ist fake. Wir sind von der irischen Zentralbank reguliert. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Bullshit. Ihr seid Betrüger und Abzocker, mehr nicht. Tja. Okay, gut, wenn Sie der Meinung sind, dass ich bin nicht der Meinung, ich bin der Überzeugung, dass es so ist. Okay, einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen nicht. Auf Wiederhören. Nee. Eieiei, also das hat's schon in sich. Also erstmal nennt sie sich Kundenservice. Also was ja schon mal komplett Blödsinn ist. Der Kundenservice ruft euch nicht an, damit ihr irgendwelche Unterlagen da noch hochladet. Also bei keinem seriösen Trading. Aber was hier besonders perfide ist,
Die spricht richtig gutes Deutsch. Also, das könnte tatsächlich mal jemand sein, der hier in Deutschland aufgewachsen ist und vielleicht dann wieder ausgewandert ist. Oder eben zur Familie zurück oder keine Ahnung. Aber das ist schon, ich meine, wir hören hier viele Klatschis, die wirklich überhaupt kein vernünftiges Deutsch können. Die gar nicht wissen, was man sagt, die nicht auf Fragen antworten. Die hier kann schon fließend Deutsch. Ja, und auch noch sauberes Deutsch. Tja, aber die tolle Geschichte von der irischen Zentralbank ist ja der Kracher. Also, wirklich, keine Ahnung. Aber das ist nichts anderes als ein Betrüger-Callcenter, was euch hier anruft. Guten Tag. Spreche ich mit Herr Erejet? Ja. Herr Erejet, ich war in einem Apparat vom Finanzmarkt. Hm. Ich habe Ihre Daten bekommen und bei mir steht, dass Sie haben Interesse an Online-Handel geäußert. Ist das richtig? Ja, kann ja sein, ja. Ich möchte einfach fragen, ob Sie haben Erfahrung in diesem Bereich. Ja, nee, habe ich nicht. Keine Erfahrung, ja? Nö. Okay, sehr gut. Wir können Sie einfach ein Tagesplattform anbieten. Warum ist es gut, dass ich keine Erfahrung habe? Wenn Sie haben Erfahrung, dann ist es auch gut. Und sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Erfahrung? Ja, habe ich ja gesagt, ich habe keine Erfahrung. Und Sie haben dann gesagt, das ist gut. Warum ist es gut, dass ich keine Erfahrung habe? Ist das nicht eigentlich schlecht? Nein, wir haben zwei Möglichkeiten, zum Beispiel Ihre Handelskonto zu aktivieren. Wir können anbieten, Sie Anfängerkonto oder professionelles Konto. Mhm. Ja, deswegen habe ich gefragt, welche Konto kann ich Ihnen anbieten, ja? Ja, ich nehme das professionelle Konto. Bitte, professionelle Konto möchten Sie? Mhm. So einfach einschalten bei uns? Was? Also Sie brauchen mich. Die Leitung ist irgendwie kaputt. Ich höre Sie kaum. Bitte? Ja, Sie sind immer weg. Ja, nein, ich nicht. Ich höre sehr schlecht Ihre Stimme und für den Grund höre ich Stimme, etwas schlechte Stimme. Mhm. Ja, keine Ahnung, bei euch ist die Leitung irgendwie... Arbeiten Sie, oder? Okay, dann sagen Sie mir bitte, womit haben Sie schon gehandelt? Wenn Sie möchten professionelle Konto, ja, dann können Sie ja einfach wissen, was für eine Erfahrung haben Sie. Womit möchten Sie genau handeln? Weiß ich nicht, was kann man denn so bei euch handeln? Gehen da auch Seidenstrümpfchen oder kleine Schlüpferchen oder so? Herr Reis, wissen Sie, wir können einfach Kryptosignal geben Sie, ja? So, bekommen Sie von... Ja, dann nehmen wir sowas, wenn das nicht anders geht, ja. Wie alt sind Sie, Herr Reis, wenn ich fragen darf? Ich bin 29, und Sie? Ich dachte, dass Sie 18 Jahre alt sind, deswegen. Ach so, dann darf ich nicht mehr mitmachen, oder was? Bin ich zu alt? Bis 18 Jahre ist nicht, habe ich keine Erlaubnis. Ja, nee, bin ich ja nicht. Die nicht da. Okay, deswegen. Okay. Wenn Sie beim Computer sind, ich möchte Ihnen zeigen, unsere professionelle Konto, unsere professionelle Plattform. Ja, habe ich ja gesagt, nehme ich. Bitte? Ja, habe ich ja gesagt, das nehme ich. Ich habe es nicht so gut verstanden, was möchten Sie genau? Sagen Sie mir bitte, genau, was möchten Sie? Ja, das frage ich Sie. Bitte? Das frage ich Sie. Wenn Sie möchten bei uns Ihr professionelles Handelskonto aktivieren, brauchen Sie minimale Betrag 1000 Euro. Ach ja, möchten das ist Sie? Natürlich ein ganz minimaler Betrag, ja. Ja, okay. Womit möchten Sie dieses Handelskonto aktivieren? Womit ich das Handelskonto aktivieren möchte? Ja. Benutzen Sie Visa oder Mastercard oder machen Sie es mit Online-Banking? Klarnauberweisung. Ja, muss man denn da Visa nehmen oder geht da auch hier zum Beispiel so eine JBC-Karte? Oder eine Discover? Wenn Sie Visa benutzen, das ist lieber. Weil auf diese Visa-Karte bekommen Sie die Profite in Zukunft, ja? Wie auf die Visa-Karte? Da kann man sich doch nichts drauf auszahlen lassen. Das ist doch eine Kreditkarte. Sie können... Ja, Kreditkarte. Sie können jederzeit auszahlen Ihre Gewinne, Ihre Profite einfach. Ja, aber aufs Bankkonto, nicht auf die Kreditkarte. Sie haben ein Bankkonto und keine Kreditkarte, oder? Nee, das habe ich nicht gesagt, aber
Weiß ich nicht. Ich höre Sie sehr schlecht. Ich glaube, das mit dem Hören ist nicht das Problem. Ich glaube einfach, die Intelligenz ist das Problem. Ja, siehst du? Tja, ja. Da legt man dann schon einfach mal auf, wenn man nicht weiter weiß. Und man nicht so richtig weiß, was man darauf antworten soll. Oder wenn man einfach den Kunden nicht versteht, weil mangels Deutschkenntnisse, ich weiß es nicht. Also die hat ja hier wirklich überhaupt nichts kapiert. Und solche Leute setzen sie ans Telefon. Grundsätzlich auf jeden Fall gut für uns. Denn umso mehr solche Leute da am Telefon sitzen, die eigentlich nichts verstehen, ich gehe mal davon aus, umso weniger Menschen schaffen sie es zu betrügen. Aus dem letzten Schnipsel, da war ja eine, die fließend Deutsch sprechen konnte und auch verstanden hat, was man sagt. Allerdings hat die ziemlich schnell aufgegeben, also auch gut für uns. Naja, aber grundsätzlich, wenn jemand fließend Deutsch spricht, dann rechnet man jetzt erstmal nicht damit, dass jemand einen bescheißen will am Telefon. Hier bei sowas fällt es Gott sei Dank relativ schnell auf, aber nicht jeder merkt das so schnell. Es gibt halt eben leider viele, viele naive Menschen und da muss man halt eben aufpassen, dass keiner in der Familie auf sowas reinfällt. Die besten Indizien sind immer Musik oder grundsätzlich ausländischer Akzent. Denn in der Regel ist es so, große deutsche Konzerne haben auch deutsche Mitarbeiter. Naja, ausgenommen, das Problem ist halt heute, dass externe Callcenter billiger sind, weil man halt die Technik nicht selbst anschaffen muss. Und da sitzen halt eben auch viele ausländisch sprechende Mitarbeiter beziehungsweise mit ausländischem Akzent. Keine Ahnung, aber grundsätzlich wäre ich immer vorsichtig, wenn man solchen Akzent eben am Telefon hat und erst recht dann, wenn es um euer Geld gehen soll. Was ist das? Was denn? Ich verstehe kein Wort. Hallo? Die scheiß Jala-Jala-Musik im Hintergrund ist so laut, ich verstehe gar nicht. Hallo? Musik aus. Hören Sie mich jetzt? Nee, Musik aus. Okay, noch einmal. Sofort die Musik aus. Okay. Ja, der hat auf jeden Fall nichts kapiert. Oder der hört halt lieber gerne Musik, als sein Geschäft da durchzuziehen. Und Kunden, die irgendwie nervig werden könnten, die legt man einfach auf. Aber grundsätzlich, ihr habt es jetzt hier im Video nicht gehört, allerdings was man gehört hat, dass auch meine Audiospur hier sehr, sehr schlecht war. Das lag einfach daran, dass ich die ganze Musik da rausfiltern musste, dass man möglichst wenig von der Musik hier auf YouTube hört. Denn letztendlich gibt's bei Musik immer mal gerne Lizenzprobleme. Letztendlich gehört mir das Stück ja nicht und ich veröffentliche das hier. Und das ist dann tatsächlich ja auch immer ein ganz großes Problem, denn die Callcenter, die hören sehr gerne Musik. Zum einen eben, um die Leute da alle irgendwie zu bespaßen und motivieren. Zum anderen, vielleicht soll es ja auch was damit zu tun haben, dass man es eben nicht so einfach auf YouTube veröffentlichen kann, wegen dem YouTube-Algorithmus. Der erkennt nämlich sehr, sehr viel Musik automatisch, ohne dass dann Mensch was überprüfen muss. Weiß ich nicht, ob die Callcenter-Betreiber das wissen. Oh ja, hören Sie mich jetzt? Nee. Scheiß Musik im Hintergrund, ausmachen, sofort. Ja, also, ist das besser jetzt? Ich sagte, du sollst die verdreckte Scheißmusik ausmachen, oder kriegst du das in dein Gehirn nicht rein? Musik aus. Okay, also, haben Sie WhatsApp hier diese Nummer? Ich sagte, du sollst deine scheiß verfickte Musik ausschalten, jetzt! Also, ja, ich will das machen, ja. Kein Problem, ja. Sofort. Ja, da bin ich dann auch mal ein kleines bisschen böse geworden. Dann der Typ, der einfach aufgelegt hat, dann einfach nochmal angerufen hat, die Diskothek aber immer noch die gleiche im Hintergrund war. Und es war so dermaßen laut, dass man den Typen eigentlich auch gar nicht verstanden hat. Keine Ahnung, was sie daran nicht kapieren, dass das absolut unseriös ist mit der Musik, vor allem immer die Lautstärke, die man da im Hintergrund hört. Die Betrüger begründen das Ganze ja immer, damit man die Nachbarn nicht hört. Hören tut man die aber trotzdem. Vor allem gerade wegen der Musik. Denn wenn der Hintergrund sehr laut ist und man hat jetzt ein gutes Mikrofon, der Hintergrund aber genauso laut ist wie die Stimme mit dem Mund am Mikrofon, dann öffnet das Mikrofon logischerweise, weil der Hintergrund so laut ist. Und wenn die Musik schon so unfassbar laut ist, dann übertönt es am Telefon logischerweise den Mitarbeiter. Und erst dann und erst recht deswegen hört man überhaupt auch
Die ganze Masse da im Hintergrund von den hunderten Leuten, die da wahrscheinlich in dem Callcenter sitzen. Ja, aber das begreifen die Typen da an der anderen Seite von der Strippe irgendwie nicht. Hallo, grüßen Sie. Alexa Nilsson ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Lümmelschütchen? Ja, ist dran. Wie geht's Ihnen zuerst? Ja, ganz gut soweit. Ja, und selbst? Vielen Dank, mir auch. Es freut mich sehr. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Ich habe Ihre Daten gerade bekommen. Sie müssen handeln, oder? Ja, könnten Sie meinen Namen nochmal vorlesen? Ich habe den Namen Gerold Lümmelschütchen. Ah, okay. Ja, genau. Dann sind Sie richtig. Gerold Lümmelschütchen, ja. Ja, ich Sie kennen es besser. Ja, und wie ich verstehe, Sie haben Interesse auf Finanzmarkt, ja? Haben Sie schon irgendeine Erfahrung oder ist das erstes Versuch in diesem Bereich? Ja, ich habe neulich erst benutzte Schlüpferchen auf eBay verkauft. eBay verkaufen, meinen Sie, oder? Ja. Aber es ist etwas anderes, Sie wissen schon. Auf was ich werde anderes? Jetzt Ihnen ganz kurz erklären, wie es bei uns läuft, ja? Ja. Okay. Sie benötigen 250 Euro, das ist Mindestbetrag, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Aha. Und dazu, Sie bekommen von uns zwei große Vorteile. Erster ist Ihr persönlicher Finanzberater und wow. Ein Autotrader. Oh, das ist ja cool. Wissen Sie, was Autotrader ist, ja? Ein neues Auto? Nein, es ist ein Smart-Roboter, der automatisch auf dem Markt handelt. Sie benötigen kein Zeit und kein Wissen davor. Also das ist wie mit meinem Smart Home. Das habe ich auch bloß in eine Wohnung geschmissen und dann hat es funktioniert. Nein. Es ist Smart Roboter. Wissen Sie, es ist Digital Roboter, welche automatisch handeln. Okay. Ja, wenn Sie das sagen, aber das kann klappen. Es ist für Zeit sparen und... Ja, okay. So, haben Sie schon Handelsschulen aufgebaut? Mit wem möchten Sie handeln, oder? Noch nicht. Was habe ich mit Handeln? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Wissen Sie schon, womit möchten Sie handeln? Mit Öl oder mit Kryptowährungen, oder? Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Was ist denn da so am sinnvollsten? Ich meine, da kann man ja auch mal was machen, was sonst keiner so hat, ne? Vielleicht. Mit was kann man denn so handeln? Es ist verschiedene Möglichkeiten. Aber zuerst, Sie brauchen Handelskonto, ja? Ja. Okay, haben Sie Computerzugriff? Ich kann Ihnen helfen, dieses Handelskonto zu aktivieren. Einen Computerzugriff, ja, das ist neu. Den haben wir in der Nähe, ja? Soll ich den mal anschalten? Ja, bitte. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal den Computer anschalten. So, jetzt fährt er erstmal hoch. Ja, und was gibt's sonst noch so Neues auf dem Handelsmarkt? Ha? Tja, ich mach extra den Computer für die tolle Tante an. Alexa Nielsen, oder wie sie sich auch immer nennt. Ist ja gleich mein Sprachkasper hier im Hintergrund angekommen. Oder angegangen. Weiß ich nicht. Also legt einfach auf, ich soll den Rechner starten und dann frage ich sie halt was und hab hier gute Laune am Telefon. Legt die einfach auf. Weiß ich nicht, was das sein soll. Aber naja, auch was sie hier schon wieder erzählt hat, eigentlich nur Blödsinn. Wie bei allen anderen Betrügern. Man kennt's ja nicht anders. Hallo. Hallo? Hallo? Ja? Guten Tag, können Sie meine Stimme hören? Nee, die Musik ist zu laut. Okay, Moment. Jetzt ist besser? Ja, minimal, ja. Okay. Hier ist Steiner, Nadia Schmidt ist mein Name. Ich grüße Sie noch einmal. Wie geht es Ihnen heute? Nicht gut. Warum? Was ist bei Ihnen passiert? Haben Sie Gesundheitsprobleme, finanzielle Probleme? Oder wo ist das Problem? Ja, ich hatte heute noch einen Stuhlgang.
Oh, ja, aber das müssen Sie mir nicht sagen, ja? Das ist privat und das geht Ihnen ja nicht mehr. Ja, aber Sie haben doch gefragt. Ja, aber das habe ich Ihnen natürlich nicht gefragt, ja? Doch. Wie alt sind Sie, wenn ich sagen darf, bitte? Warum wollen Sie denn das jetzt wissen? Sie rufen hier an, fragen nach meinem Stuhlgang und dann auch noch, wie alt ich bin. Was soll denn das? Was wollen Sie denn eigentlich? Das habe ich Ihnen nicht gesagt. Doch. Sie sagen mir das und sowas, so dass man nicht... Mit ja, aber Sie haben mich doch gefragt, wie es mir geht und ich habe ehrlich geantwortet. Okay, kein Problem. Ich nehme das als Beleidigung. Ich nehme das nicht. Okay, also sagen Sie mir, haben Sie Interesse natürlich, Ihre finanzielle Einkommen zu verbessern, Geld zu verdienen? Was ist Ihre finanzielle Ziel pro Monat? Ja, in dem Schreibchen kann man ja immer gerne mal drehen. Das ist ja nicht verkehrt, ja. Was meinen Sie damit? Ja, ich dachte, an dem Schreibchen kann man doch immer mal drehen, ist doch nicht verkehrt. Also bitte, seien Sie einfach ehrlich mit mir und sprechen Sie seriös, ja? Also ich habe Ihre Portfolios bekommen heute, Ihr Seitenschneider, und die haben einfach Interesse geäußert, auf den Finanzmarkt zu handeln, Geld verdienen. Sagen Sie mir, was ist Ihr finanzielles Ziel? Was suchen Sie hier? Ja, aber warum beleidigen Sie mich die ganze Zeit? Was soll denn das eigentlich? Ich beleidige Sie nicht. Doch, Sie beleidigen mich am laufenden Band. Sie sind ganz schön unhöflich. Haben Sie da jemanden bei sich in der Firma, der ein bisschen netter ist? Weil Sie sind scheiße. Moment bitte. Mhm. Also, Sie dürfen nicht mich beleidigen. Machen Sie ja doch mit mir auch. Bitte? Machen Sie doch mit mir auch. Geben Sie mir mal irgendwie einen anständigen Mitarbeiter. Warum? Ja, weil Sie ja nicht mit mir höflich reden. Ich bin ja hier der Kunde und Sie müssen mir den Arsch lecken. Jetzt hör mir zu, du sollst gehen und Arsch lecken an deine Mutter. Hast du mich verstanden, du Arschloch? Was sind denn Sie für ein Rüpel? Jo, da haben wir sie gleich wieder ausgenockt. Tja, was will man von solchen Leuten auch erwarten? Also ich habe keine Ahnung, dass die damit Erfolg haben. Die Tante hier hatten wir tatsächlich auch schon ziemlich oft am Telefon. Sie hieß, glaube ich mal... Wie hieß sie? Gabi Winter hieß sie, glaube ich mal. Naja, oder zumindest hält sie sich für eine Gabi Winter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr nett. Ich meine, sie hat ja hier zum Schluss bestätigt, was sie für eine Firma ist. Soll ja meine Mutter ihren Arsch lecken. Oder wie auch immer sie das hier formuliert hat. Sehr zuvorkommend, sehr seriös und sehr kompetent, dieses Unternehmen. Da stecken wir natürlich alle locker 250 Euro rein. Oder wer hat vielleicht auch 1000 oder ein bisschen mehr. Ich meine... Kostet ja nichts dann, so Geld zu investieren. Ach nee, das kostet tatsächlich nichts. Es ist ja eine Investition. Ihr gebt ja das Geld auf euer Handelskonto und nicht auf das private Bankkonto des Betrügers. Ich vergaß. Hallo? Jo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner. Hören Sie mich? Ja. Hier ist Julia Schmidt. Ich rufe Ihnen wegen Ihrer aktiven Handelskonto, wo Sie Profit haben. Haben Sie kurz Zeit, damit wir besser darüber sprechen können? Ich habe Zeit. Ja, was denn für ein Handelskonto? Da habe ich Profit drauf? Ja. Also ja, wie viel denn? Wie bitte? Wie viel Profit habe ich denn da drauf? Also, Herr Steiner, Sie haben Interesse am Bitcoin-Handel geäußert. Ja? Nach Ihrer Registration unsere Autotrader automatisch gestartet und deswegen unter Ihrem Namen in diesem Moment steht Profit 400 Euro. Und haben Sie Möglichkeit, mit diesem Startkapital weiterhandeln und mehr Geld profitieren, ja? Aha, ja gut. Mhm. So, das Beste daran ist, dass Sie machen gar nichts allein, sondern mit Ihrer persönlichen Expertin und Ihr Expert wird in diesem Prozess unterstützt, ja? Mhm. Dafür brauchen Sie ja in der Woche 2 oder 3 Mal von 10 bis 15 Minuten nur Anspruch nehmen sollen, um die Ergebnisse selber sehen zu können und parallel auch nach Ihrer Wünsche gewisse Kenntnis zu erfahren, ja? Ja. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder Sie sind da einfach neu? Na, ich werde ja schon Erfahrung haben, wenn ich da schon 400 Euro gesammelt habe, ja? Nein, ich meine mit anderen Unternehmen. Mit anderen, nö. Oder haben Sie nur Registration gemacht? Nee, na, Sie sagen ja, ich habe da schon 400 Euro drauf. Dann muss ich auch schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt haben. Also, Herr Steiner, was ist Ihre Wunsch? Wollen Sie weiter handeln? Ja, natürlich, und mehr profitieren. Ja, klar, können wir so weiterlaufen lassen, denn.
Also sitzen Sie jetzt vor Ihrem Computer? Was? Sitzen Sie jetzt vor Ihrem Computer? Nö, nee, jetzt bin ich gerade nicht vor meinem Computer. Okay, wann werden Sie vor Ihrem Computer? Ja, ich kann den ja anmachen, wenn Sie das gerne möchten. Wann zum Beispiel? Na jetzt? Haben Sie Zeit, ja? Ja, wenn ich den anmachen okay. soll, dann mache ich den eben an. Okay, dann ich warte auf Sie. Ja, dann gehe ich den jetzt mal anmachen. So, wie heißt die Seite, wo ich da Geld habe? So, Herr Steines, haben Sie ein Diff-Programm in Ihrem Computer? Nee, sowas habe ich nicht. Okay, dann machen wir so. Wir brauchen das Programm, damit wir Bildschirm teilen können und vermeiden, dass Sie irgendwelche technische Fehler machen werden. Und ich werde mein Bestes geben, um Ihnen alles zu erklären. Ich zeige Ihnen unsere Plattform, wo steht Ihre Profitgeld, wie möchte ich das auszahlen und wie alles unter Kontrolle bringen, ja? Ja, nee, wir machen das anders. Ich gucke mit AnyDesk auf deinen Computer und du kannst mir zeigen, wie es geht und ich klicke nach. Wie bitte? Ja, genauso machen wir das. Also, öffnen Sie bitte AnyDesk. Na, erstmal muss mein Computer erstmal hochfahren, oder nicht? Nein, aber Herr Steines, was ich muss machen mit Ihrem Computer? Ich muss nur sagen, was muss Sie schreiben oder wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren und so weiter und so fort, ja? Mein Konto ist doch schon aktiv, da sind doch schon 400 Euro drauf, haben Sie doch gesagt. Herr Steines, bitte folgen Sie mir, ja? Sie brauchen Ihre E-Mail-Adresse und Passwort. Diese Passwort haben wir nur. Und mhm. ohne meine Hilfe möchten Sie gar nichts machen, ja? Okay. Deswegen, bitte öffnen Sie AnyDesk. Ja, wie gesagt, AnyDesk habe ich ja nicht drauf, aber ich muss ja auch erstmal den Computer fertig anmachen, der fährt ja gerade hoch. Ja, das ist ganz einfach und kostenlos, ja? In Google Chrome bitte schreiben Sie www. Windows anzumelden, das geht irgendwie nicht. Habe ich das geschrieben? www.anton-nordpol-y-dora-emil-siegfried-kaufmann.com. Nee, erstmal muss ich ja mein Passwort eingeben. Wenn Sie installieren dieses Programm, dann bekommen Sie neunstellige Ziffer, ja? Das brauchen wir. Und warum? Damit wir Bildschirm teilen können und vermeiden, dass wir irgendwelche technischen Fehler machen werden. Ich mache gar nichts ohne Ihre Genehmigung. Ich muss nur unsere Plattform führen und werde erklären, wie es funktioniert. Aha. So, haben Sie das schon installiert? Nee, der Computer fährt da gerade hoch. Wie bitte? Was ist nur eigentlich deine Intelligenz, ja? Ist die frisch von der Straße gekratzt, oder? Was meinen Sie? Ja, habe ich doch gerade erzählt. Was haben Sie? Ja. Bitte sprechen Sie ein bisschen laut, ja? Wieso soll ich noch lauter sprechen? So, Herr Steines, haben Sie schon heruntergeladen? Nein, ich habe meinen Computer gerade angemacht, habe ich doch gesagt. Okay, dann schaut ihr auf den. Hm.
eines. Wie weit sind Sie? Ja, bei der Passworteingabe. Also, wie weit sind Sie? Ja, immer noch da. So, haben Sie schon Ende? Nee. Wie lange dauert das? Weiß ich nicht, wenn ich eingeloggt bin, dann bin ich eingeloggt. Dieses Programm, haben Sie schon in Ihrem Computer, oder? Nein. Okay, dann installieren das und ich rufe Ihnen zurück nach 10 Minuten, okay? Nein. Okay, dann gehen Sie nach Schuhe, okay? Was? Ja, ja, wieder so ein Callcenter, was sich von der allerbesten Seite zeigt. Ja, weil ich sage, ich warte jetzt hier nicht 10 Minuten auf die, bis sie wieder anruft und verneine das. Deswegen wird man dann halt Arschloch genannt. Sehr nett. Aber schlüsseln wir mal auf. Die nette Dame heißt Julia Schmidt. Bestimmt. Ganz, ganz bestimmt bei diesem Akzent heißt sie Julia Schmidt und ist 100% in Deutschland geboren und lebt hier auch schon 1000 Jahre. Dann will sie Anydesk. Okay. Und, tja, das Ganze ist ganz einfach und kostenlos, hat sie erzählt. Aber interessant, dass ich hier schon Geld haben soll. Ganze 400 Euro. Nette Masche. Und wozu ruft die mich jetzt eigentlich an? Weil ich soll doch mein Konto noch aktivieren. Gleichzeitig erzählt sie mir aber, ich habe Profite auf meinem Konto. Tja, ich habe es euch einfach mal laufen lassen und euch vor allem hier auch mal die Hintergrundgeräusche gezeigt. Denn in diesem Callcenter ist dem Anschein nach eine ganze Menge los gewesen. Die scheinen ja richtig unter Hochbetrieb zu stehen. Denn so laut, wie es da war, das war hier auch nicht von mir irgendwie künstlich angehoben, die Lautstärke. Das war die Lautstärke, die durch ihr Mikrofon einfach so, ja, in den Stream hier geraten ist. Keine Ahnung. Also entweder hat die ein Billigmikrofon für 1,99 irgendwo von eBay selbst von der Straße abgekratzt, ich weiß es nicht. Ja, oder da ist es einfach nur so unfassbar laut, dass es gar nicht anders geht. Ich weiß es nicht. Also das ist hier schon tatsächlich bei ihr unertragbar gewesen. Das war in dem ganzen Gespräch so. Immer nur, wenn sie gesprochen hat, waren die Hintergrundgeräusche nicht mehr ganz so furchtbar. Und wenn ich gesprochen habe, hat man mich ja auch im Hintergrund gehört. Also irgendwas scheint da auch an der ganzen Telefonanlage nicht mehr in Ordnung zu sein. Denn ja, wenn man sich dann ganz dumpf selbst hört, ich vermute, da wird wieder irgendjemand zugehört haben und der hat auch dafür gesorgt, dass das Gespräch dann jetzt hier abgebrochen wurde, weil sie wohl den Braten gerochen haben. Ja, aber unterm Strich, nettes, seriöses Unternehmen, was sich so von einem verabschiedet. Naja, gut. Grüßen Sie, Alexa Nilsson ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Ereis? Mit wem? Mit Herrn Ereis. Ja, das wird schon richtig sein, genau. Wie geht's Ihnen zu, Herr Ereis? Ja, eigentlich ganz schlecht. Oh, schade. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Ah. Sie haben Interesse am Finanzmarkt, ja? Ich habe Ihre Daten bekommen. Okay, von wem denn? Sind Sie hier Alfred? Hä? Tja, dieses Callcenter hatte wohl mehrere Datensätze von ihr und das scheint doch irgendwie aufgefallen zu sein, denn sie hat ja einfach aufgelegt. Und im nächsten Telefonschnipsel, also den ihr jetzt als nächstes hört, da ist sie nochmal dran. Und auch nicht viel länger. Hallo, Grüße. Ja, was? Hey, ich bin Claudius. Ja. Wie geht's Ihnen, Herr Claudius? Ja, so wie der Tag entsprechend ist, ja. Ja, Alexa Nilsson ist am Apparat. Alexa Nilpferd. Ja, Herr Claudius, hören Sie mich jetzt besser? Verbindung war kurz weg. Ja, Sie sind die Nilpferdfrau. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Sie haben Interesse auf Finanzmarkt geäußert. Ja, Sie müssen handeln. Habe ich das, ja?
Ja, ich habe Ihre Daten jetzt gerade bekommen. Aha. Haben Sie schon irgendeine Erfahrung oder ist das erste Versuch in diesem Bereich? Also, keine Ahnung, wo haben Sie denn die Daten her? Sie haben auf unserer Werbung hintergelassen. Den Hintern habe ich auf Ihrer Werbung gelassen. Ja, erinnere Sie sich daran nicht? Keine Ahnung, hier ist ja so viel Krempel immer im Internet. Ja, aber was gibt's da Schönes? So, ich melde mich von Online-Handelsfirma Adam Serby. Hm. Ich verstehe, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, im Finanzmarkt geäußert, ja? Ne, bis jetzt glaube ich noch nicht. Ne, keine Ahnung, aber was muss ich denn da verkaufen? Ne, ich werde jetzt Ihnen ganz kurz erklären, wie es bei uns läuft, ja? Ach, Sie wollen mir was verkaufen, okay. Dreimal hat die Püppi bei mir angerufen. Und dreimal war die Püppi ganz schnell irgendwie wieder weg. Tja, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was die jetzt genau von mir wollte. Irgendwelche Daten hat sie von mir bekommen. Ja schön, und warum ruft sie mich jetzt an? Mit der Sprache rausrücken tut sie nicht und labert die ganze Zeit nur kreuz und quer und irgendwelchen Blödsinn. Naja, Leute, passt auf euch auf, lasst euch nicht von solchen Leuten verarschen und schützt euch und eure Familie, eure Verwandten, die Bekannten und alle, die ihr so kennt. Teilt die Videos gerne von mir auf Social Media, WhatsApp, verbreitet die Links. Ja, freue ich mich auf jeden Fall immer drüber. Und ja, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann drücke gerne auf Abonnieren und vergesst die Glocke dabei nicht. Dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es irgendwas Neues auf meinem Kanal gibt. Ja, ansonsten siehst du jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.